Yo Leute, was geht? Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei mir, dem Quicks von Riku Gaming, zu einer Folge Ravenfield. Und heute fliegen wir so lange Helikopter, bis wir das richtig im Griff haben, okay? Da gibt's kein Zurück, das habe ich jetzt so gesagt. Und es wird auch so durchgezogen. Und wir machen das Ganze auf der Map Dust Bowl, weil ich da ein bisschen mehr Zeit habe, ein bisschen mehr Freiraum. Wir nehmen auf jeden Fall diese Waffenauswahl, das finde ich auf jeden Fall richtig nice. Was ich auch ausprobieren will, ist auf jeden Fall Co-Pilot, also Gunner. Und eigentlich wollte ich jetzt hier noch stehen bleiben für die anderen, aber okay, gehen wir einfach direkt, fliegen wir direkt los. Und ich werde mein Bestes tun, hier, um zu fliegen. Es ist gar nicht so einfach, wie das aussieht. Wenn ihr das selber auch schon mal gezockt habt, das Spiel, dann wisst ihr, was ich meine. Es ist wirklich kein Zuckerschlecken. So. Irgendwo hier sollten noch die Gegner sein. Es ist vor allen Dingen dann auch extrem schwer. Oh mein Gott. Okay, ich kann wirklich fliegen. Ich hab's eigentlich im Griff. Wow. Wow. Nee. Oh mein Gott. Okay. Ja, man sollte nie sagen, dass man etwas im Griff hat. Mal gucken, ob ich das hier reparieren kann. Ich kann ihn leider nicht reparieren. Er ist schon zu kaputt. Ja. Das finde ich natürlich sehr gut, dass ich jetzt hier irgendwo im Scheiß draußen bin. Oh Mann. Come on, Junge. Ich muss den Heli treffen. Ja, nice. Das war natürlich ich. Super gut. Oh shit. Okay. Oh shit. Okay. Ja, vielleicht hätte ich nicht mein Helikopter verkacken sollen. Also, jetzt habe ich hier ein bisschen Mühe. Okay, das war auch ziemlich unnötig. Ich muss jetzt hier rumrennen, wie so ein Spacko. Okay, sorry, das musste ich tun. Das musste ich tun. Jo, danke. Tut mir leid, Junge. Du musst jetzt rennen. Aber er lebt noch. Alles gut, er lebt noch. Tut mir leid. Aber das, manchmal stehe ich mir dann doch am nächsten. Oh, shit. Das war nicht so eine intelligente Idee. Oh mein Gott. Okay, das tut mir leid. Das wollte ich nicht so. Diese Folge wird wieder ein richtiger Fail. Mal gucken. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? So, und ab in den Heli. Hier ist kein Spacken irgendwie in der Nähe. Aber ist okay. Wir fliegen jetzt. Professionell, Jungen. Und wir starten. Und ich habe jetzt schon keine Ahnung. Oh mein Gott. Okay, ich habe es wieder verlernt. Die Controls sind so komisch, ne? Ich glaube, ich werde mich nie daran gewöhnen. Man muss immer alles ausgleichen und so. Man kann nicht nur so einfach rumfliegen. Wahrscheinlich kennen das einige von euch schon vom Battlefield 4 oder so. Ich glaube, da ist es ähnlich. Da ist es natürlich auch nicht einfach. Ich werde jetzt einfach hier voll bombardieren, Junge. Alter, richtig nice. Alter. Wow, das ist ja voll geil mit dem Teil. Wow. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich hab's überlebt. Oh mein Gott, Alter. Das war... Oh mein Gott, Alter, mein armes Herz. Und jetzt bin ich hier bei den feindlichen Linien am Start. Boom, Junge. Fickt euch. Oh mein Gott, nachladen, okay. Ja, Kinders, ich bin jetzt hier auf jeden Fall im Aufräumen. Für mein Team. Will ich meinen. Wow, von wo werde ich getroffen? Oh mein Gott. Stirb, du Spacko. Ich glaube, dem habe ich einen Kopfschuss gegeben. Oh mein Gott, Alter, was geht? Nimmt der Typ einfach so eine krasse Kanone, um mich wegzumachen, Alter, anstatt irgendwie einen Sniper-Schuss. Und wir warten hier auf den Helikopter.
gucken, ob ich das Quad kaputt machen kann. Ups, das war nicht so geplant. Jo, ich habe gerade rausgefunden, dass man hier auch in das obere Maschinengewehr kann quasi. Man muss nur hier raufspringen und dann zack, und dann kann man hier rumschießen. Ja, wie ihr seht, funktioniert das ganz gut. Ich wäre jetzt eigentlich gern mal Co-Pilot und nicht selber, also Gunner, aber ist okay. Helikopter fliegen, eigentlich geht's gerade im Moment ziemlich gut. Ich glaube da an mich. Und jetzt fliegen wir hier in diese Richtung. Und werden diese Lümmel mal bombardieren. Da sind sie ja schon. Alter, eigentlich ist die Waffe halt übelst OP, die hier verbaut ist. Ich muss mich echt konzentrieren. Tut mir leid, dass ich nicht so hochwertig kommentieren kann. Weil es ist schon echt anstrengend. Wow. Wow. Wow, 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 wow. Oh mein Gott, Alter, ich fliege wie ein Profi. Oh mein Gott. Alter, mit der Zeit checkt man das ja richtig. Dann ist das ja richtig nice, das Gameplay. Oh mein Gott, Alter, was ich hier verpasst habe die ganze Zeit. Oh. Oh. Ja. So viel dazu. Ein Profi bin ich dann wohl doch noch nicht. Oh. Wow. Okay, um das nochmal zu demonstrieren, wie stark das diese Waffe hier ist. Weil ich habe die selber... Oh. Nee, 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 nee. Komm, komm hier, komm hier, komm hier, komm hier. Komm hier, komm hier, komm hier. Junge, komm hier. Okay. Um richtig zu zielen, muss man Rechtsklick drücken. Ja, nice. Problem ist nur, dass hier niemand mit mir unterwegs ist. Der Helikopter wäre halt übelst stark, wenn die Leute auch wirklich einsteigen würden. So, wo sind die meisten Gegner? Die sind da vorne. Okay. Alter, ich fühle mich gerade so bossig, Junge. Ich kann wirklich den Heli fliegen. Ich habe das richtig im Griff. Okay, wo sind sie? Wo sind diese Kanaken? Nice, habe ich dem gegeben. Oh. Ihr werdet es noch bereuen, Junge. Alter, ich gebe den richtig auf die Nüsse. Wow. Alter, ich fliege wie ein Pro. Ich will das... Am liebsten würde ich das aus der anderen Perspektive sehen. Oh mein Gott, Alter. Alter. Das... Oh mein Gott. Okay, raus hier, raus hier. Und Zeitlupe an und direkt geballert, Junge. Okay. Oh mein Gott. Alter, das ist so aufregend gerade gewesen. Aber ich muss sagen, das Gameplay mit dem Helikopter macht halt richtig, richtig Laune. Alter, oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, das sind die Wichser, die mich abgeknallt haben. Die verdienen es auf jeden Fall zu sterben. Oh, nachladen. Oh mein Gott, okay. Aber ich war hier voll in ihren Reihen quasi. Das war richtig nice. Und wir fliegen nochmal nach vorne. Mit unserem krassen Helikopter, der hier auch schon für uns gespawnt ist. Das wird der letzte Versuch sein, die so richtig zu ficken. Aber wie ihr seht, das klappt echt. Ihr müsst ein bisschen Geduld haben, ein bisschen üben. Aber dann könnt ihr auf jeden Fall Heli fliegen wie ein richtiger professioneller Pilot. Also ich würde sagen, ich habe das schon ganz ordentlich hingekriegt eigentlich.
So. Oh mein Gott, da unten sind so viele. Stirbt, Junge, stirbt. Oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, knapp, knapp, knapp. Und drehen und wieder drüber fliegen, Alter. Das fliegt sich halt einfach so geil, Alter. Oh mein Gott. Und jetzt bin ich von dem... Okay. Ja gut, ich würde sagen, ihr habt es gesehen. Man kann auf jeden Fall richtig bosshaft Helikopter fliegen, ohne abzustürzen. Nicht so wie in meinen ersten Folgen. Und dann würde ich sagen, haut da rein, liebe Freunde. Haut da rein, lasst mir doch noch ein Like da, wenn es euch nicht schadet. Ich wäre eigentlich froh über 20 Likes auf dieser Folge. Vielleicht schaffen wir das ja. Das wäre halt richtig, richtig nice. Das ist ja auch nicht so der Normalfall bei mir. Und dann würde ich sagen, haut da rein, liebe Freunde, haut da rein. Touch fires in your iris on divine stuff, making mad pictures and confusion.